Auf diesen Fahrzeugbericht habe ich mich besonders gefreut. Weil ich bin ein grosser Fan von seinem Schwestermodell, dem Audi e-tron. Neu gibt es ihn jetzt als Sportback-Variante. Und was das Fahrzeug so speziell macht, das schauen wir uns heute an. Das Profil ist eine gelungene Kombination von einem SUV und einem viertürigen Coupé. Er ist 4,9 Meter lang, 1,9 Meter breit und 1,6 Meter hoch. Für die neue Modellvariante ist sogar eine extra neue Lackfarbe entwickelt worden, das Plasmablau Metallic. Wenn einem diese Farbe nicht so zusagt, kann man aus weiteren 12 Farben auswählen. Markantes Detail, das sind die virtuellen Aussenspiegel. Eigentlich sind es ja eher Seitenkameras. Und wie die zum Fahren sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Im Innenraum sieht man den Aussenspiegel hier auf dem OLED-Bildschirm. Die kann man auch ganz einfach einstellen wie ein Touchscreen. Ganz praktisch ist, dass die Anzeige sich anpasst, zum Beispiel auf der Autobahn, beim Parkieren oder beim Abbiegen. Es hat noch zwei weitere Bildschirme hier beim Bordcomputer. Der obere ist 12,1 Zoll, der untere 8,6 Zoll gross. Beim oberen Bildschirm kann ich das ganze Infotainment einstellen, wie zum Beispiel Navigation und sonstige Einstellungen vom Auto. Beim unteren kann ich Text eingeben für die Navigation oder auch Klimaanlage bedienen. Das Innere ist sehr aufgeräumt, es hat praktisch keine Knöpfe mehr und alles kann man intuitiv über Touchscreen bedienen. Unser Testfahrzeug ist mit der neuen digitalen Matrix-LED-Scheinwerfer ausgestattet. Sie zerlegen das Licht in winzig kleine Pixel und den so den Fahruntergrund optimal ausleuchten. Möglich macht das die DMD-Technologie. DMD heisst Digital Micro Mirror Device Technology. Die wird auch in vielen Videobeamern benutzt. Das Herzstück davon ist ein Chip mit etwa 1 Million kleinen Mikrospiegeln, die nur ein paar Hundertstel Millimeter gross sind. Die Reichweite vom Audi e-tron Sportback beträgt 446 km nach WLTP. Damit kommt man von St. Gallen theoretisch bis nach Frankfurt. Mit dem Auto würde ich das sogar ausprobieren. Zum Fahren ist er wahnsinnig komfortabel und trotz der Größe extrem wendig. Und genau dank dieser Größe hat im Innenraum eine vierköpfige Familie Platz inklusive Gepäck. Das Ladevolumen beträgt 615 Liter und davon sind 60 Liter in der Front und dran sind nämlich die Ladekabel verstaut. Beim Audi e-tron Sportback kann man die Rekuperation auf mehrere Varianten einstellen. Einerseits durch Schub, wenn ich nachher das Gaspedal loslasse, andererseits natürlich auch durch Bremsen. Über die Schaltwippe kann ich 3 verschiedene Rekuperationsstufen einstellen. Den Audi e-tron Sportback kann man an jeder Schnellladestation mit bis zu 150 kW Gleichstrom aufladen. Er ist dann in ungefähr 30 Minuten bis 80% wieder aufgeladen. Natürlich kann man ihn auch mit Wechselstrom aufladen, wie zum Beispiel an dieser Ladestation hier. Und dafür braucht man eben das Ladekabel, das sich in der Front befindet. Der e-tron Sportback ist wie sein Schwestermodell für mich sehr ein schönes und ein intelligentes Elektrofahrzeug. Es ist sehr dynamisch zum Fahren und fast geräuschlos, sodass man jederzeit ein entspanntes Fahrgefühl hat. Und darum mache ich gerade noch mal eine Runde. Danke fürs Zuschauen und wie immer eine gute und sichere Fahrt.